Guten Morgen, Vietnam! Ja, hallo, liebe Deutschlerner, ich bin wieder in Vietnam. Ich bin gestern angekommen und ich habe hier eine sehr schöne Aussicht, die ich euch gerne zeigen möchte. Ja, also ich ändere ständig den Wohnort, ja, das nennt man Perpetual Traveling. Ja, ich bin ein sogenannter Perpetual Traveler. Ich reise um die Welt und von einem Ort zum anderen. Warum ich gerade Vietnam gewählt habe, warum ich wieder zurück bin in Vietnam, das erkläre ich euch in zukünftigen Videos. Ja, bleibt gespannt. Hier ist der Ausblick von einem Dach. Ja, ich befinde mich auf einem Dach und hier sieht man die ganze Stadt. Ja, moderne Gebäude und ein bisschen heruntergekommene Gebäude. Ja, die manche Gebäude sehen ein bisschen heruntergekommen aus. Ja, sie sehen nicht mehr ganz so modern aus. Und manche Gebäude sehen modern aus und diese Gebäude sind Seite an Seite, neu und alt. Und wie immer ist es hier sehr laut, wie eigentlich in jeder Großstadt. Aber Saigon ganz besonders. Ja, ich bin in Saigon. Ich bin in Ho Chi Minh City. Ja, die Stadt hat zwei Namen. Und ja, das ist Vietnam. Viel Betrieb hier und ich werde mal schauen, ob ich für zukünftige Videos einen guten Ort finde, der nicht ganz so laut ist, sodass ihr mich verstehen könnt. Vielleicht leiste ich mir auch ein Büro und dann mache ich Videos von einem Büro aus. Dann kann ich vielleicht auch oder kann ich bestimmt auch besser arbeiten. Denn mein Ziel ist es jetzt, noch mehr in Authentic German Learning reinzustecken. Ich habe jetzt noch ein anderes Projekt. Darüber werde ich euch auch etwas erzählen, aber in einem zukünftigen Video. Aber mein Ziel ist es, Wege zu finden, konzentrierter zu arbeiten. Ja, ich möchte konzentrierter arbeiten und ich möchte mehr Fokus haben und die Zeit, die ich habe, besser nutzen. Und ich bin total gespannt, denn ich habe sehr viel geplant für Authentic German Learning in den nächsten Monaten. Ja, sehr viele Ideen für tolle Videos und die Untertitel kommen zurück, ja. Bald gibt es wieder Videos mit Untertiteln. Ich weiß, für euch ist es immer besser, wenn ihr auch die Untertitel lesen könnt. Es ist besser für das Verständnis, es ist besser, um auch schreiben zu lernen, ja, wenn ihr lesen könnt. Und die Untertitel kommen zurück, aber sie kosten immer viel, viel Arbeit, ja. 6 bis 8 Stunden pro Video. Okay, nur damit du es weißt. 6 bis 8 Stunden pro Videos mit Untertitel. Ja, ich weiß, es hilft euch sehr, wenn ich Untertitel mache, aber immer wenn ihr denkt, oh, ich wünschte, Marco würde mehr Untertitel machen, denkt dran, es kostet viel, viel Zeit. Aber ich mache es gerne, wenn ich weiß, dass es euch hilft. Ja, und wenn ich die Zeit habe. Und ich möchte meine Zeit jetzt so strukturieren, dass ich diese Zeit habe, obwohl ich noch ein zweites Projekt verfolgen werde, das mehr Geld reinbringt, damit ich dieses Projekt, Authentic German Learning, besser finanzieren kann. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir gefällt diese Aussicht. Ja, hier gibt es auch Grün. Ja.
Hier ist es sehr grün. Und wir sehen uns morgen. Tschüss, danke fürs Zuschauen.